Verlängerarzt hat gerade Danny untersucht. Scheint alles in Ordnung zu sein. Applaus für den Williams Tapfer Fighter hier. Dominiert von Anfang an. War es geplant, irgendwie so schnell abzuschließen? Nein, es war gar nicht geplant, sondern einfach, ich habe gedacht, ich fange lieber mal ein bisschen härter an und mal gucken, wie der Williams drauf ist. Und es ist schon traurig, also mit anzusehen, dass die Reflexe nicht mehr da sind, dass der einfach schon, also ich hatte schon Mitleid mit ihm. War der nicht richtig vorbereitet? Oder? Ich weiß es nicht, ich habe keinen Plan und ich glaube, als Schwergewichtler, wenn man in den Ring steigt, dann muss man schon topfit sein. Mindestens konditionelle Vorbereitung muss man voranbringen und der war ja ein bisschen, ja, der war kaputt. Also es ist zwar gut für uns, es ist gut für SOS Kinnendorf, es ist gut für das gesamte Aktion, aber menschlich tut er mir unendlich leid. Wie hast du dich vorbereitet auf den Fight? Ich, ganz ehrlich, ich habe mich richtig vorbereitet, ich habe Sparringspartner gehabt. Ich habe seit 3 Monaten, weil mein letztes Mal war 2013 gegen Uwe Hück und ich habe wirklich ernst genommen, weil ich wusste nicht, wie fit der ist. Und er war nicht fit. Wer soll der nächste Charity-Gegner werden? Ich weiß es nicht. Wunsch? Ich weiß es nicht, aber mein Wunsch ist natürlich, dass Charity-Boxen, dass es weiterlebt, also unabhängig von mir, unabhängig die Idee, die wir erfunden haben, ich und Uwe Hück, es muss weiterleben, es muss in die Gesellschaft eingeprägt werden, für Kinder, für Menschen, die einfach benachteiligt sind, einfach zu helfen. Und ich glaube, das ist eine gute Gedanke und wenn wir es, wir haben jetzt mit Henry Maske versucht und Henry Maske ist für uns eine richtige Stütze und er wird auch in der Zukunft auch bleiben und ich glaube, dass die Gesellschaft das Ganze honoriert und einfach sieht man ja in unser Sponsorgeld, das sieht man in Zuschauer, die einfach herkommen und uns unterstützen. Also ohne diese Menschen, die hier waren, hätten wir das Ganze nicht machen können.